Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Ricardo Güderle und im heutigen Video geht es um das Thema, wie viel ich für meine neue E-Commerce-Marke investieren muss. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen drüber und eins gleich vorweg. Es ist relativ viel. Das soll euch nicht abschrecken, weil ich werde euch auch am Schluss sagen, wie viel ich tatsächlich für Recoach, meine erste E-Commerce-Marke, investiert habe und das war nicht mal ein Bruchteil. Deswegen bleibt dran, bis gleich. Alles klar, Leute, also wir fangen mit dem ersten Posten an. Und zwar ist das Firmengründung. Da ich schon relativ viel Geld investiere und mir zu 100% sicher bin, dass das wirklich groß werden wird, starten wir mit einer GmbH, gleich vom Vorweg. Das heißt, das musst du eigentlich nicht machen, du kannst dir ganz normal einen Gewerbeschein ziehen für kleines Geld. Bei uns in Österreich ist es so, du kannst dich entscheiden, entweder machst du so eine Art Gründungsprivilegierte oder du machst gleich eine komplette GmbH. Bei uns sind das 35.000 Euro bzw. 17,5 musst du da reinlegen. Unser Steuerberater hat gemeint, dass es macht keinen Unterschied, wir können auch die Gründungsprivilegierte machen, weil sobald das Geld dann drinnen ist, kann man das umschreiben. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob wir gleich eine richtige machen oder beziehungsweise die Unterschiede sind im Prinzip keine. Deswegen, hier sind mal 5.000 Euro eben bar einzubezahlen. Das mache ich aber Klammer, weil du die 5.000 Euro gleich wieder nutzen kannst für dein Business. Und ich sage mal so, die Kosten hier, die tatsächlichen Kosten für eine GmbH-Gründung liegt so bei 1.200 um einen Daumen rum. Das ist das Erste, was wir machen oder machen müssen auch, damit das alles Halt hat und wie gesagt, eben wir wollen gleich richtig starten. Dann kommen wir eigentlich eh schon zu den Produkten. Ich war in Manchester und ich habe jetzt gestern Abend habe ich jetzt den Preisvoranschlag bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, ich weiß jetzt, wie viel tatsächlich zum Investieren ist. Das heißt Produkte. Wir starten mit drei Produkten a 2000 Stück. Okay? Auch ganz wichtig, wenn du eine E-Commerce-Marke gründen möchtest, ich werde auch darauf eingehen, warum alles so in diese Kosten drinnen ist oder beziehungsweise warum das eher mehr Geld ist zum Investieren. Aber grundsätzlich, du musst keine 2000, weil wir bekommen hier eben drei Produkte a 2000 Stück, das sind 6000 Produkte. Ja, okay. Und hier belaufen sich die Kosten auf knapp 32.000 Euro. Okay, ist eine Stange Geld. Das heißt, drei Produkte, das heißt drei Produktlinien, das heißt drei verschiedene Produkte, a 2000 Stück, sind 6000 Produkte, 32.000 Euro Investment. So, klingt natürlich viel, aber man darf nicht vergessen, dass diese 6000 Produkte, die Preise sind noch nicht zu 100% fix, unsere Verkaufspreise, aber es wird sich so bewegen bei, das heißt Verkaufswert liegt so bei 220.000 Euro. Okay, 220.000 Euro Produktwert circa und das Ding ist, wir müssen jetzt 30% anzahlen, damit sie anfangen zu produzieren. Das heißt, von dem hier 30% sind 10.000 Euro circa. Was wir hier
anzahlen müssen. Okay, das heißt, wir haben Schritt Nummer 1, GmbH gründen, 5.000 reinlegen, die kann man wieder verwenden. Kosten für GmbH ca. 1.200 Euro. Produkte, wir starten mit 3 verschiedenen Produkten, a 2.000 Stück, sind 6.000 Produkte, kosten 32.000 Euro. Wir müssen 30% anzahlen, sind 10.000 Euro, Verkaufswert ca. 220.000 Euro. Dann, also das müssen wir eigentlich im Prinzip, also die 30% so wie das, das müssen wir jetzt demnächst zahlen. Und dann im Endeffekt sind noch, sage ich mal, Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wie Shop, alle Tools, alles das, Shopify, Buchhaltungssoftware, dann natürlich auch Buchhaltung an sich. Bei der GmbH musst du doppelte Buchführung machen, das heißt, das wird outgesourced und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt schwierig einen Preis veranschlagen, ist jetzt nicht sonderlich viel im Vergleich zu, im Prinzip, das ist der größte Posten, die Produkte natürlich. Und Schritt 4 ist natürlich Marketing, wo wir veranschlagt haben, okay, das ist nur eine Prognose, bei circa, also wir machen bei Kleinigkeiten einfach mal Anfangsinvestition, sagen wir einfach 1.000 Euro, wie gesagt, das ist jetzt einfach umschlagshalber. Marketing haben wir veranschlagt mit 5.000 bis 10.000 Euro. Für Influencer-Marketing, Facebook-Ads und so weiter und so fort. Okay? Und somit, ich glaube, ich habe da jetzt nichts vergessen. Das heißt, die Firmengründung, die Produkte, dann das Ganze drumherum, Softwarelösungen, Tools und so weiter und so fort. Hier natürlich sind noch keine Mitarbeiter. Das heißt, je nachdem, wie es dann anläuft, werden natürlich Mitarbeiter eingestellt, Support und so weiter und so fort. Das ist wirklich rein jetzt so, wenn wir jetzt starten damit, wenn ich das jetzt alleine so starte, das sind die Kosten. Das heißt, wir haben hier Gesamtkosten, die können wir mal runterbrechen. Wir nehmen da den Mittelwert von 7,5k. Das heißt, allgemein Gesamt zu zahlen ist 32, 33, 4, sind 40, 4, ja knapp 41.000 Euro Gesamt. Und jetzt zu zahlen, also jetzt demnächst, sind mal die 1.200 plus die 10 sind 11.200. Die jetzt mal vorrangig zum Bezahlen sind. So sieht es in etwa aus, Leute. Das heißt, grundsätzlich ein Gesamtinvestment von 41.000 Euro, damit wir in den Markt reingehen können, also mit Marketing, mit den Kleinigkeiten und so weiter. Wie gesagt, das ist nicht zu 100% akkurat, okay? Natürlich, es kann immer irgendwo was anfallen, oder vielleicht habe ich jetzt was vergessen. Grundsätzlich, das Wichtigste ist natürlich die Produkte, die Firma und dann das Marketing, okay? Weil schlussendlich, solange du keine Produkte verkaufst, brauchst du keinen Support und so weiter und so fort. Und natürlich die Softwarelösungen, so wie Shopify und jemand, der Buchhaltung macht, Buch führt und so weiter. Und ja, ist eine Stange Geld. Deswegen, ich wollte es euch mal aufzeigen und ich wollte auch sagen, dass das Gründe hat, warum das so viel ist. Grundsätzlich würde ich niemals so viel Geld investieren in etwas, wo ich nicht zu 100% sicher bin, dass es aufgeht. Ich bin aber zu 95% sicher, deswegen investiere ich auch das Geld. Grund Nummer 1 ist natürlich, wir lassen in Europa herstellen. In Europa ist halt so an sich im Vergleich zu Asien, dass du meistens höhere Stückzahlen abnehmen musst. So wie hier pro Produkt 2000 Stück. Bei Alibaba, wenn du rumschaust, sind teilweise 500 oder sogar 100 Stück nur notwendig mit Logo und so weiter, dass du abnehmen musst. Das heißt, das ist halt der Großteil davon, ist wirklich wegen der Produkte. Also von 41.000 Euro reden wir hier von über 32.000 Euro im Prinzip an Produkten. Und ja, die Abnahmemenge und auch der Preis. Also wir bezahlen im Schnitt, glaube ich, 70% oder 80% mehr, als wie wenn wir jetzt zum Beispiel nach Asien gehen würden. Okay, das sind 70, 80%. Also ich glaube, also nicht ganz das Doppelte, aber schon Richtung
Also wie gesagt, 70-80%, schreibt das mal hier auf. Das heißt, Grund 1 EU, Grund 2, also Abnahmemenge machen wir hier, Abnahme und natürlich Preis. Aber wie gesagt, ich wollte, das ist ein sehr großes Projekt von mir und deswegen investiere ich lieber mehr Geld und habe richtig geile Produkte, weil wie gesagt, das wird richtig unique. Das heißt, wir kopieren auch in dem Sinn nichts, weil wir komplett ein eigenes Kit haben, auch mit anderen Bausteinen drin und so weiter. Und ja, so sieht's aus. So viel investiere ich, wird investiert in Haze Miles. Wie ich anfangs erwähnt habe, bitte nehmt das nicht als Beispiel, dass ihr jetzt 42.000 oder 41.000 Euro investieren müsst oder 41.000 Euro haben müsst, damit ihr eine E-Commerce-Marke gründen könnt. Bei Rickwatch war es so, dass ich keine 600 Euro investiert habe. Warum? Klar, ich war Asien, ich habe in Asien produzieren lassen, ich habe sehr geringe Abnahmemengen gehabt und deswegen, wir haben gestartet mit 500 Stück und die haben, keine Ahnung, 800 Euro vielleicht gekostet oder so. Und ich habe aber zuerst das Marketing gemacht und habe die ersten Orders gesammelt und dann erst die Produkte gekauft. Deswegen war ich auch da ziemlich sicher. Das heißt, das ist kein Maßstab. Ihr könnt, ich sage mal so, im Vergleich jetzt zum Dropshipping und Brand, würde ich sagen, 1000 Euro maximal mehr Investition, damit dass ihr eine Marke gründen könnt. Okay? Ganz, ganz wichtig, ihr dürft halt nicht blind jetzt einfach irgendeine Marke gründen, ohne, ihr müsst natürlich recherchieren. Ihr braucht diverse Attribute, kann darüber gerne mal ein Video machen, basierend auf wessen, warum ich so wie Haze Miles zum Beispiel ausgewählt habe. Das hat zum Beispiel Proof of Concept. Ich weiß, es gibt jemanden, der 50, 60 Millionen im Jahr umsetzt weltweit. Es ist Zahnbleaching, überhaupt Mundhygiene ist einfach ein cooles Thema, was auch niemals aussterben wird. Und deswegen, das sind ein paar Attribute, Proof of Concept und so weiter, das muss alles einfließen, damit du auch sicher sein kannst, dass dieser Marke auch was wird, weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Euro in irgendwelche Produkte investierst, weil du sagst, ah, das ist cool und dann kauft es keiner, natürlich. Da kann ich aber gerne ein Video zu dem Thema machen und ja, das war's, das ist das Investment und wie gesagt, wir haben aber trotzdem, wenn man das vergleicht mit 220.000 Euro wirklich, die wir generieren können und ich trade gern 41.000 Euro für 220.000 Euro, sag ich ganz ehrlich. Und ja, das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Solltest du noch kein Abo haben, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du auf den Abonnieren-Button klickst. Und wenn du Bock hast auf zukünftige weitere Videos zum Thema E-Commerce, Consulting, Unternehmertum, Business und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.